man muss den Job schon lieben und mögen, weil sonst geht's nicht. Normalerweise fange ich an um 7.30 Uhr, 8 Uhr. Dann gehe ich immer erstmal ins Büro, mache mir so einen Überblick über den Tag und dann geht es eigentlich schon los. So der typische Montag ist eigentlich mal eben so eine Übersicht über die Woche zu bekommen. Welche Pferde gehen am nächsten Wochenende zum Turnier? Welche Pferde haben wir vielleicht gerade gekauft und kommen neu bei uns im Stall rein? Und dann startet der Tag so bis 17, 18 Uhr meistens. Also die Hetzel Horses GmbH ist, glaube ich, nicht so der typische Turnier- und Ausbildungsstall, sondern tatsächlich, also natürlich verkaufen wir Pferde und wir haben jedes Jahr im November eine große Auktion, wo wir auch drauf hinarbeiten. Mittlerweile veranstalten wir tatsächlich auch sehr, sehr viele Turniere. Das kam so ein bisschen durch den Hallenbau. Da haben wir mit Hallenturniere angefangen. Das sind 6 Hallenturniere im Jahr und dann kamen auch noch Draußenturniere dazu und da haben wir ein sehr großes Turnier gemacht im Juni diesem Jahres und dementsprechend ist es halt auch sehr groß gewachsen. Es war jetzt erst die 2. Auflage und wir freuen uns schon auf die 3. Also man muss auf jeden Fall sehr flexibel sein. Jeder Tag ist irgendwie anders. Es passiert immer was Neues. Dadurch, dass wir natürlich auch Turniere veranstalten, eine Auktion haben, viele Reiter gehen zu Turnieren, es ist immer was los. Ja, und man sollte immer einen Überblick behalten. Ich habe schon eine Liste, welche Pferde wir gerade im Stall haben. Da arbeiten wir mit verschiedensten Tools. Also wir haben ein Programm, wo wir alle Pferde hinterlegen. So hat man eigentlich immer einen ganz guten Überblick. Und dann gehe ich auch oft gerne wirklich durch den Stall und guck mal, was da so los ist. Ich glaube schon, dass wir wichtig sind. Die Reiter oder gerade auch Holger und Laurens und Laura, die natürlich viel unterwegs sind, weil sie noch aktiv reiten, machen sich keine Gedanken über Nennungen oder Gesundheitspapiere. Das übernehmen halt wir alles und die vertrauen uns da, glaube ich, auch ganz gut und haben somit den Kopf frei zum Reiten. Ja, also ich hatte immer eigentlich gesagt, ich will noch mal was anderes machen und habe dann meine Lehre, also ich habe die 2 Jahre gemacht, habe sie auch erfolgreich abgeschlossen und habe dann natürlich erstmal viel geritten. Dann fing es schon an, dass ich sehr viel trainiert habe. Genau, und dann ist es bei mir ein bisschen unglücklich gewesen, weil ich wirklich einen sehr doofen Unfall hatte und habe mir dabei ziemlich schwer meinen Fuß gebrochen, also mein Fersenbein, Sprunggelenk. Und musste dementsprechend pausieren. Also das hat fast ein Jahr gedauert. Und habe dann schon halt viele Büroarbeiten gemacht, so nebenbei. Wir haben da so ein bisschen mit reingewachsen. Anna, meine Kollegin, ist jetzt auch, also die hat eigentlich mit mir hier zusammen angefangen. Und ich habe sie dann im Büro unterstützt. Und es hat mir eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich noch eine Umschulung gemacht. Also ich habe noch Bürokauffrau gelernt. Das war schon eine Umstellung. Aber trotzdem ist das jetzt hier, glaube ich, nicht so ein typischer Bürojob, wie man sich den vielleicht im Großkonzern vorstellt. Ich bin natürlich immer noch sehr nah an dem Pferd und auch im Stall. Ja, am Anfang war es schon eine Umgewöhnung, halt erstmal morgens auch erstmal nicht die Reithose anzuziehen, sondern eine normale Hose. Aber mittlerweile mag ich das sehr, sehr gerne.